Der Begriff intrakulturell beschreibt die Kommunikation zwischen Mitgliedern einer Kulturgemeinschaft. Im Gegensatz dazu meint interkulturell die Kommunikation zwischen Mitgliedern aus verschiedenen Kulturgemeinschaften. Bei interkulturellen Begegnungen muss sich einer der GesprächspartnerInnen meist einer Zweitsprache bzw. einer Fremdsprache bedienen. In intrakulturellen Begegnungen ist das typischerweise nicht der Fall. Trotzdem sind die Grenzen zwischen Intra- und Interkulturalität fließend. Ein deutscher und ein argentinischer Bäcker können mehr Gemeinsamkeiten haben als der gleiche deutsche Bäcker mit einem anderen Deutschen. Denn individuelle Identitäten sind komplex. Auch innerhalb von Kulturen können sich Untergruppen bilden. Und solche Untergruppen können wiederum Gemeinsamkeiten untereinander haben, auch wenn sie in verschiedenen Kulturen entstanden sind. Kultur und Nation dürfen deshalb genauso wenig gleichgesetzt werden wie Kultur und Sprache.